So, heute sind wir zu Besuch bei der Adams Family mit selbstgebackenen Kuchen. Hier ist die ganze Meute im Blick in ihrem Haus, wo sie jetzt momentan wohnen. Ist das Haus vom Freund, der es erstmal zur Verfügung gestellt hat. Und Adam, was sagst du zu Russland? Bist ja nur 14 Tage schon in der Freiheit. Du lachst, glaubst du es nicht? Was sollte man hierzu sagen? Es ist einfach fantastisch, dass wir tatsächlich im Freien sind, beziehungsweise frei sind. Die letzten zwei Wochen haben uns ziemlich viel Kraft gekostet, was die Administration, Dokumente, Lauferei angeht. Aber gerade deswegen, weil wir hier nicht alleine sind, sondern als Nachfolger von Kirschfamilie irgendwie geschafft haben, hier zu kommen, es ist alles umso leichter geworden. Ja? Das heißt, vieles, worauf wir uns vorbereitet haben, dass es viel Zeit Aufwand in Kauf nehmen wird, hat sich verkürzt und dann erheblich, also wirklich fantastisch. Ja? Naja, trotzdem kostet es ja jede Menge Kraft. Es ist alles neu. Du kannst ja die Sprache Gott sei Dank ganz gut. Aha. Na doch, 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 doch. Besser wie ich auf jeden Fall. Besser wie Kevin. Ja, auf jeden Fall. Und daher, ihr habt es kürzer gehabt, aber trotzdem ist es anstrengend. Anstrengend ist es. Wir fangen uns gerade heute noch zu entspannen. Da kommen immer noch Gefühle hoch. Der Kaffee schmeckt nicht besonders gut. Wie? Das ist Kaffee von einem Deutschen, der in Russland eine Rösterei hat. Hast du schon probiert? Ich habe nicht von diesem Kaffee gehört. Ach so, gut. Ich meine, es gibt Kevin, so ein... Zeig mal bitte den Kaffee, den können wir ja mal zeigen. Jetzt machen wir mal Schleichwerbung. Mhm. Nicht bezahlte Werbung. Schmeckt außergewöhnlich. Er röstet das, ne? Trinkt sich zum ersten Mal. Warte mal. So, das ist von dem Björn-Kaffee, der hat eine eigene Rösterei. Und da kaufen wir nur noch einen Kaffee, das ist ein Deutscher. Und der hat verschiedene Kaffeesorten. Ich glaube, sobald an die 20 und alle schmecken lecker. Außer eine, die Berliner Mischung war nicht so meins, aber das weiß er. So, jetzt ist erstmal wieder Adam dran. Was sollte ich nur dazu sagen? Wir freuen uns, dass ihr zu Besuch seid. Wir freuen uns, dass es warm ist. Wir haben so viele Gründe, um uns zu freuen. Vor allem, dass wir so ein tolles Haus zur Verfügung bekommen. Ja, es ist ein neues Haus. Erstbezug von euch. Und ich habe ein elektrisches Bett. Maximilian hat ein elektrisches Bett. Voll möbliert. Ne? Mhm. Ja. Also Qualität auch toll. Passt echt. Ne? Das ist echt. Wirklich. Also so, das war mal ein kurzer Schnitt von der Adams Family. Die werden hier nicht umgebracht. Sie lächeln, weil die Kalaschnikow an Kopf ist, nicht? Ja. Tolle Leute, tolle Siedlung. Und lecker selbstgebackenen Kuchen. Danke dir. Wir sind heute mal wieder in der Stadt unterwegs. Mal gucken wegen Möbeln. Wir haben auch Küchen ohne Ende. In jeder Nische ist ein anderer Anbieter. Und wir gucken mal, was es so Schönes gibt. Seht doch mal preiswerte Küchen. Ihr seht, für jeden Geschmack ist was dabei. So eine Kamine. Was man in Russland eher seltener sieht, sind moderne Sachen. Da muss man wirklich schon ganz schön suchen. So, wir suchen eine Couch-Garnitur, haben aber noch nichts gesehen, wo man spontan sagen ja, können, ja. So, Freunde, unsere Stadttour ist durch. Hinten seht ihr die Sonne untergehen.
Hier seht ihr das dreckige Auto. Ist halt auf dem Dorf, wenn man hier über Wege fährt, die nicht so 100% befestigt sind. Und was ihr seht, ist den letzten Schnee. Das ist so wahnsinnig schnell alles abgetaut, was hier passiert ist. Innerhalb einer Woche, kann man sagen, ist das hier fast verschwunden. Und das, was da liegt, ist mehr, was in Deutschland runterkommt. Und was ihr noch hier seht, das ist da, wo sie Gasleitung gemacht haben. Und das muss es sich absetzen, was es schon sehr gut gemacht hat. Und dann wird das Gras in Ordnung gebracht. Und ich denke mal, wenn ich hier in der Woche wieder filmen würde, wäre es schon grün, weil das geht dann explosionsartig hier los, dass der Frühling dasteht. So, ich stand ja vor 3 Tagen oder so hier draußen, hatte mal gefilmt gehabt. Da hat man gesehen, wie noch relativ viel Schnee lag, wo ich sagte so 10, 15 Zentimeter. Und wie ihr seht, ist jetzt eigentlich nur noch Wasser übrig. Also der Frühling ist definitiv da. Wir haben heute, naja, was hat das Auto gezeigt? Irgendwas mit 18 Grad oder 19 Grad sogar. Und daher geht es wohl die Strom bergauf. Das heißt noch nicht, dass es nicht mal zwischendurch kalt werden kann. Aber grundsätzlich hat der Frühling gewonnen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Schmelze doch an Wasser freisetzt. Hier muss der Zaun noch zugemacht werden. Das haben sie vor dem Winter nicht mehr geschafft. Irgendjemand hat einen hinten runtergeschmissen. Oder der Wind. Keine Ahnung. Boah, ich saug mich gerade im Leben fest. So. Eine Pampe. Und hier seht ihr, ich mache weiter runter. Wie das hier aus den Rohren rauskommt. Wirklich reichlich Wasser. Und das leiten wir hier runter zu den Teichen, die eigentlich hätten im Winter ausgebaggert werden sollen, aber der Bagger war kaputt bis heute. So sehen Schuhe aus, wenn man durchs Baufeld latscht, weil ja hier alles abgeschoben wurde. Aber ist halt so. So, ich hoffe, es ist nicht zu windig. Da ist hinten der Einlauf. Hier soll denn der eigentliche Zulauf sein. Hier hatten sie freigebaggert gehabt, damit das Wasser weg kann. Da war der andere Zulauf noch nicht sichtbar. Das wird hier hinten zugemacht, zugekippt, weil es eh alles künstlich ist. Und dann entsteht hier unten ein bisschen Wiese und der eigentliche Zulauf zum Teich wird dann hier drüber sein. Und hier entsteht so eine kleine Insel dann. Also ihr seht, hier kommen etliche Kubik pro Stunde zusammen. Ich kann nicht sagen, wie viele Tausende von Litern das sind, aber es ist reichlich. So, hier ist der Kanal, was ich sagte. Der hat jetzt ziemlich stehendes Wasser, weil er noch nicht tief genug ist. Hier wird das dann richtig geöffnet und ist dann der Zulauf hier zu den Teichen. Wenn sie dann richtig ausgepackert sind, ist hier ein kleiner Badeteich von ein paar hundert Quadratmetern. Und das ist die Insel, die ich sagte, die werden wir lassen. Da werden wir dann später sowas wie eine Parkbank drauf machen. So, ich schwenke jetzt mal so übers Grundstück, damit ihr mal so einen Eindruck habt. Da ganz hinten ist das Grundstück zu Ende. Hier vorne, mal gucken, da ist der Finger, da ist der Kanal, wo ich euch das Wasser gezeigt habe. Ich drehe mich mal links rum. Hier sind die Teiche. Und jetzt gucke ich vom Prinzip hinter zu Haus 3, die Garage, das Haupthaus und das kleine Holzhaus. Jo, das war eigentlich schon im Groben und Ganzen das Grundstück. Hinter den Häusern entstehen nochmal 3 Baufelder. Das hier unten bleibt alles Natur. Das wird alles renaturiert. Es kommen hier noch verschiedene Bäume hin und Sträucher, die regional typisch sind. Und dann ist Mutter Natur wieder so, wie sie sein soll. Und hier hinten kommen auch nochmal 2 Häuser hin. Also was ihr hier seht, ist der Auslauf der unterirdischen Entwässerung. Das ist hier erstmal verschlossen worden, also der Weg hier lang.
Da ist grobe Steine drinnen, Grobkies, sage ich mal, damit das Wasser unterirdisch ablaufen kann. Und das wird dann später wieder geöffnet, damit es frei durchlaufen kann. Aber jetzt hatten wir letztes Jahr das alles verschlossen, weil die Fläche ist wieder aufgefüllt worden. Und hier kommen wir schöne Bäume hin. Und dann ist es höchstwahrscheinlich wieder ein richtig schöner Wald. So, Jaroslav ist auch wieder da. Machen im großen Haus weiter. Und da muss jetzt noch die Fußbodenheizung angeschlossen werden. Das war ja bis jetzt nur die Heizkörper dran. Und dann geht's hier mit der Tacke weiter. Und geplant ist es, in 3-4 Wochen in Haus 3 weiterzumachen. So, wir sind jetzt in Haus 3. Habt ihr mal den Ausblick Richtung Garten runter. Und der Schnee ist Gott sei Dank getaut. So, das ist das Arbeitszimmer gewesen oder ein separates Zimmer. Das ist praktisch über den Erker jetzt. Und so kann man dann hier rausgucken, runter in den Wald. So, gehe ich mal weiter. Sind mich gerade mit den Klempnern da. Und hier hat man einen wunderschönen Blick zum See und zum eigenen Garten, selbstverständlich. So, wir haben das Projekt jetzt nochmal geändert. Wir machen jetzt hier über Eck die Dusche rein und am Fenster kommt die Toilette und die Wanne kommt denn hier hin. Weil erst war es gedacht, die Wanne hier, dann wäre dahinter so ein toter Raum entstanden und die Dusche hier daneben. Und da haben wir gesagt, nee, das macht jetzt nicht so viel Sinn. So kann man dann die Wanne frei wählen von der Größe, von der Länge. Und kommt die Wanne hin, hier hin, dann kann hier noch ein Schrank hin. Man hat auch noch hier an der Wand ein bisschen Freifläche. Und wie gesagt, Toilette, Waschbecken da drüben. Und dann ist alles schick, dann ist es ein großes, geräumiges Bad. Also wenn er hier mal den Dreck vernachlässigt, was jetzt alles durchs Abtauen zum Vorschein gekommen ist, ist so der Blick von der Terrasse von Haus 3. Und das ist natürlich super ideal. So, gestern um dieselbe Zeit hatte ich es schon mal gefilmt gehabt. Da habt ihr gesehen, da war noch reichlich Schnee. Und knapp 24 Stunden später ist der Schnee quasi komplett weg, habe ich mich geirrt. Ich habe gedacht, naja, 2-3 Tage. Naja, ist schon fast nach einem Tag erledigt. Und ihr seht, da kommt das erste Grüne schon. Das ist Wahnsinn, wie Mutter Natur hier schnell ist. Viel, viel schneller wie in Deutschland. So im großen Haus, also bei uns geht es jetzt auch weiter. Die machen das Heizregister. Wollen wir alles immer aus Edelstahl machen, weil es dann einfach sicherer, zuverlässiger ist. Und gibt es etwas mehr an Geld, aber ist in Ordnung, sag ich mal. So, das ist ein Badezimmer, die Unterkonstruktion für die Waschbecken. Das werden extra Waschbecken angefertigt, damit wir die volle Breite haben. Und muss bloß noch Elektro gemacht werden und dann ist das schick. So, die Fensterbretter haben sie auch montiert. Und die Leibung haben sie so gemacht, ist auch abgesprochen, weil das mit Putzen und Spachteln ist irgendwie nicht so populär, sag ich mal. Deshalb macht man das hier, wie auch in der Türkei und woanders auf der Welt, dann ähnlich. Aber so ist es wenigstens 100% gerade und gibt keine Probleme. Also man merkt, es ist Frühling, Temperaturen sind da und jetzt geht's gleich los mit dem Sockel. Den tun sie jetzt auch spachteln und noch die Fassadenschäden, die irgendwo ein bisschen sind. Und dann geht's hier außen auch langsam ins Finale. Wir müssen noch die ganze Pflasterung aufnehmen, weil die ist ja durch das Feuer massiv geschädigt. Da müssen wir mal gucken, wie wir es partiell machen können. Die ganzen Regenwasserläufe müssen neu gemacht werden, da die alle meist geschmolzen sind. Ja, ein bisschen Arbeit ist schon noch.